In diesem Teil der Vorlesung beschäftigen wir uns mit linearen Modellen und hier insbesondere zunächst mit der logistischen Regression. Wir haben im vorigen Abschnitt der Vorlesung, den Basics, schon die lineare Regression kennengelernt und Sie werden jetzt bei der logistischen Regression eine ganze Menge wiedererkennen. Allerdings dient die logistische Regression dazu, ein Problem, das bei linearen Modellen und bei einer linearen Modellfunktion besteht, zu lösen und sehr gut sogar zu lösen. Die logistische Regression ist eine wichtige Grundlage für das heutige maschinelle Lernen. Dazu gibt es dann noch ein paar Details, insbesondere dazu, wie man den Verlust berechnet innerhalb der logistischen Regression. Vielleicht schaffen wir heute schon einen Teil davon, das hängt ein bisschen davon ab, wie gut wir vorwärts kommen, aber wir sind nicht in Eile. Wenn es zu viel wird, sagen Sie mir einfach Bescheid. Danach schauen wir uns die schon das ein oder andere Mal gefallenen Begriffe Overfitting und Regularisierung an und anschließend nochmal den Gradientenabstieg im Detail. Aber wir fangen heute erstmal mit der logistischen Regression an. Und wir fangen ganz am Anfang an, nämlich bei dem Lernsetting, das wir haben, dem der binären Klassifikation. Wir haben gegeben eine Menge x, eine Multimenge von Feature-Vektoren aus einem Feature-Raum x. Es gibt eine Menge von zwei Klassen, 0 oder 1. Wir haben außerdem gegeben eine Menge d, ebenfalls eine Multimenge, bei der Objekte der realen Welt abgebildet sind auf den Feature-Raum und wir von ExpertInnen die Klassenzuordnung entweder C1 bis Cn abhängig vom jeweiligen Beispiel gegeben haben. Und unsere Aufgabe ist es, eine Modellfunktion zu trainieren, die diese Datenmenge erklärt, möglichst gut annähert. Beispiele, wie eben auch schon gesehen, Spam-Klassifikation, ist eine E-Mail Spam oder nicht? Oder ist ein Patient infiziert oder nicht? Oder, wie am Anfang der Vorlesung, soll eine Bankkundin einen Kredit bekommen oder nicht? Betrachten wir also nochmal, ausgehend vom Beispiel der linearen Regression, was wir schon über die Klassifikation wissen. Hier am eindimensionalen Beispiel und am Beispiel der Spam-Klassifikation. Auf der x-Achse haben wir unser eindimensionales Feature, also das eine Feature, mit dem wir Objekte repräsentieren, und das ist einfach die Anzahl der obszönen Wörter in der E-Mail. Und auf der y-Achse die Klasse, entweder Ham, also das heißt kein Spam, oder Spam-E-Mail. Dazu eine Reihe von Beispielen und jemand hat uns schon eine lineare Funktion auf diese Beispiele gefittet, die, wenn man sich das genau anschaut, sie auch perfekt einschätzt. Am Nullpunkt dieser Funktion, das heißt hier im Input-Space bei x', setzen wir den Diskriminationspunkt und alle Beispiele, deren Funktionswert kleiner als x' ist, werden als negativ eingeschätzt und alle Funktionswerte, deren Funktionswert größer als x' ist, werden positiv eingeschätzt. Dadurch, dass wir einen Nullpunkt der Modellfunktion gewählt haben, brauchen wir einfach nur die Repräsentation einsetzen, mit dem erlernten Gewichtsvektor in transponierter Form multiplizieren und schauen, ob das Vorzeichen größer oder kleiner 0 ist. All das haben wir schon mehrfach gesehen, jetzt nur noch mal zur Wiederholung. Jetzt zeige ich Ihnen ein Problem, das in dieser Situation entstehen kann, nämlich diese E-Mail hier, die ganz rechts jetzt dazugekommen ist. Das ist unser neuer Trainingsdatensatz. Die Einschätzung wurde gegeben und wir haben jetzt eine E-Mail, die sehr, sehr viele obszöne Wörter enthält. Aus welchem Grund auch immer. Die optimal durch ein lineares Modell hier gefittete Funktion sieht jetzt so aus. Sie verschiebt sich deutlich nach rechts. Die Steigung wird geringer. Das heißt, der Parametervektor ist so gestaltet, dass wenn ich jetzt den Nullpunkt der Funktion heranziehe, um die Klassifikation durchzuführen, ich plötzlich Fehler mache auf diesen Beispielen. Zwei positive Beispiele werden als Spam eingeschätzt, was wir nicht wollen. Und alles nur,
weil es hier diesen einen Ausreißer gibt, der besonders viele obszöne Wörter enthält. Da die Optimierung der linearen Funktion quasi eine Art von Durchschnittsbildung ist, sind Ausreißer bei der Durchschnittsbildung ein Problem. Denn sie verschieben den Durchschnitt dramatisch, sie beeinflussen den Durchschnitt dramatisch. Und das liegt vor allem daran, dass wir diese Funktion hier zugrunde legen und für jedes Beispiel diesen Fehler hier minimieren wollen, den Abstand zur Modellfunktion. Nicht nur den Fehler, sondern den quadratischen Fehler. Die Optimierungsfunktion, die Verlustfunktion, die wir einsetzen, ist die Residual Sum of Squares. Wenn also ein Beispiel extrem viele dieser Wörter enthält, dann ist der Fehler, der ursprünglich gemacht wird hier, sehr groß, weil im ursprünglichen Fall mit dieser Steigung der Modellfunktion würde das Quadrat dieses Fehlers hier im Vergleich extrem sein. Das heißt, die Optimierung der Parametervektoren muss die Modellfunktion so optimieren, dass die Summe dieser quadratischen Fehler hier minimal wird. Das sorgt dafür, dass die Modellfunktion sich so dramatisch ändert, obwohl nur ein Beispiel in diese Richtung so extrem ist. Was wir uns in der Praxis eher wünschen würden, ist eine Modellfunktion daher, die dieses Problem nicht aufweist, die bezüglich der beiden Klassen, die wir haben, oder den Werten, die wir hinzugewiesen haben, nämlich minus 1 und 1 oder 0 und 1, bei Funktionswerten, die über diese Werte hinausgehen, nicht mehr steigt bzw. fällt. Das heißt, sie soll beschränkt sein, nach oben und nach unten. Die lineare Funktion ist das nicht. Das heißt, wir brauchen eine alternative Funktion. Und bei der logistischen Regression ist das die sogenannte Sigmoid oder die logistische Funktion. Hier sehen Sie sie definiert. 1 durch 1 plus e hoch minus z für irgendeinen Wert z, der hier auf der x-Achse abgetragen ist. Und auf der y-Achse sehen Sie die Bewertung der Sigmoid-Funktion, Sigma von z. Und Sie sehen, die Funktion verläuft monoton wachsend, aber beschränkt nach unten wie nach oben. Sie erreicht den Wert 1 wie auch den Wert 0 niemals. Sie liegt immer dazwischen. Die Fläche, die sie einnimmt, ist aber 1. Das heißt, die Fläche unter der Funktion, wenn man sie bis ins Unendliche, wenn man den Grenzwert bis ins Unendliche in beide Richtungen bildet, ist 1. Sie sehen jetzt hier schon eingezeichnet die Beispiele von vorher oder eine andere Beispielsituation hier. Und wenn wir jetzt die Frage aufwerfen, wie wir diese Beispiele, die ja für dieses komische Feature hier z, dass jetzt irgendein beliebiger Wert sein kann, klassifizieren wollen, dann sind wir in der Situation von vorher gefangen. Wir brauchen ja irgendetwas, was wir optimieren können, nämlich die Parameter einer Funktion. Hier ist kein Parameter drin. Der Weg, wie wir diese Sigmoid-Funktionen heranziehen können, um die lineare Regression in Anführungszeichen zu reparieren für den Klassifikationsfall, den wir robuster gestalten wollen, ist, die lineare Regressionsfunktion in die Sigmoid-Funktion einzusetzen. Wir verknüpfen die beiden Funktionen. Was wir damit erreichen, ist, dass jeder Funktionswert der linearen Funktion abgebildet wird auf einen entsprechenden Wert der Sigmoid-Funktion. Das heißt, Sie können jetzt hier genauso gut die lineare Funktion durchlegen und jeder Wert hat vertikal eine 1:1-Zuordnung. Das geschieht durch einfaches Einsetzen anstelle des Werts z und auf diese Weise entsteht diese Formel hier. Das ist die logistische Modellfunktion. Mithilfe dieser Modellfunktion kann ein Ausreißer, der ganz weit rechts ist, keinen großen Einfluss mehr haben, wenn wir Residuen heranziehen, das heißt den Abstand der Beispiele von der Modellfunktion, den vertikalen Abstand. Denn das Quadrat dieses Abstands ist, da die Funktion sich 1 immer weiter annähert,
quasi infinitesimal klein, je größer ich, je weiter ich in diese Richtung oder in diese Richtung gehe. Hier also für diese Modellfunktion der Wertebereich, es ist das Intervall 0, 1, das offene Intervall 0, 1. Auch hier gibt es eine probabilistische Interpretation der logistischen Modellfunktion. Wir nehmen die Funktionswerte und sagen einfach, es seien Wahrscheinlichkeiten. Der Grund, warum wir das einfach machen können, ist, dass die Fläche unter der logistischen, unter der Sigmoid-Funktion 1 ist. Das heißt, sie erfüllt zumindest eins der Kolmogorov-Axiome und die Summe der Wahrscheinlichkeiten, die man für einzelne Punkte bildet, ist entsprechend 1. Das heißt, wir können einfach so tun, als handle es sich um Wahrscheinlichkeiten. Es ist eine Annahme, die man einfach mal trifft. Wir definieren also den Wert der Modellfunktion x als Wahrscheinlichkeit für das Ereignis Klasse gleich 1, gegeben, dass der Feature-Wert, dass der Feature-Vektor x ist unter einer gegebenen Parametrisierung. Hier das Ganze nochmal illustriert, was jetzt die Wahrscheinlichkeiten für verschiedene Beispiele sein sollen, wie auf der vorigen Folie zu sehen. Hier zum Beispiel für das Beispiel, hier das Beispiel x6 hat die Wahrscheinlichkeit 0,15, dass es sich dabei um Spam handelt oder nicht, gemäß dem Wert der Sigmoid-Funktion an dieser Stelle. Passt ganz gut, denn es liegt sehr nah oder sehr tief in den negativen Beispielen dran. Aber es gibt diese Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit steigt, je weiter ich nach rechts gehe, so wie die Sigmoid-Funktion steigt. Es gibt ja auch eine Situation von Label Noise wieder. Hier sind die Wahrscheinlichkeiten entsprechend oder beziehungsweise Gegenwahrscheinlichkeiten zu sehen. Aber diesen Fall können wir so nicht auflösen. Die Modellfunktion kann auch dieses Problem so nicht lösen. Einzig gegen Ausreißer ist sie robust. Wenn wir uns also ein Beispiel anschauen aus der Spam-Klassifikation mit dem einen Feature, was wir vorhin schon gesehen haben, der Zahl der obszönen Wörter und hier der erweiterte Feature-Vektor bezüglich bezüglich der linearen Funktion, haben wir jetzt also zum Beispiel bei einer E-Mail mit 5 obszönen Wörtern eine Wahrscheinlichkeit von 0,67 ausgerechnet. Also eine 67-prozentige Chance, dass die E-Mail Spam sei. Die Interpretation ist, dass die Modellfunktion uns die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis, das die Klasse 1 ist, also positiv anzeigt. Um jetzt hier eine Klassifikationsentscheidung treffen zu können, das heißt nicht einfach nur eine Zahl auszugeben und dann demjenigen, der diese Zahl liest, die Entscheidung zu überlassen, ob es sich nun um Spam handelt oder nicht, 0,67, ja, vielleicht auch nicht, müssen wir wieder eine klare Entscheidungsregel anführen. Das heißt, hier haben wir noch keine Entscheidung getroffen, sondern wir müssen jetzt irgendwo eine Grenze einziehen, einen Diskriminationspunkt. Und den setzen wir bei 0,5, in dem Fall einfach, weil die Funktion nicht unter 0 geht und hier die Steigung der Funktion maximal ist. Sie ist symmetrisch um diesen Punkt und hier ergibt es am meisten Sinn, den Diskriminationspunkt zu setzen. All das sind aber so eine Wahl, das sind Designentscheidungen. Das Interessante daran ist, dass ich nicht jedes Mal die ganze Sigmoid-Funktion, insbesondere die E-Funktion, ausrechnen muss. Es genügt, wenn ich die lineare Funktion ausrechne, nachdem ich mit Hilfe dieser Funktion hier optimiert habe. Das heißt, die Parameter, die ich gelernt habe nach Optimierung der Modellfunktion mit einem Lernverfahren, die kann ich dann auch einfach direkt mit der Feature-Repräsentation multiplizieren, so wie hier zu sehen, das Skalarprodukt ausrechnen und das Vorzeichen feststellen, um die Klassifikation nachher durchzuführen. Das spart mir doch eine ganze Menge Rechenaufwand in der Praxis.
Das sehen wir jetzt auch gleich im Algorithmus, aber zuvor noch, wie kann jetzt die Optimierung stattfinden? Nun, dadurch, dass es hier eine probabilistische Interpretation gibt, fangen wir an, wollen wir den Parametervektor identifizieren, der die Wahrscheinlichkeit maximiert, dass D gefittet wird, also der die Wahrscheinlichkeit der Daten maximiert. Die Parameterbelegung, die die Daten am besten erklärt. Das Ganze lässt sich mathematisch dann zurückführen auf die Minimierung einer Loss-Funktion, nämlich der Sigma-Loss-Funktion. Analog auch zur Residual Sum of Squares Minimierung. Ich erspare Ihnen jetzt hier die Herleitung. Das können Sie sich, sie ist aber vorhanden. Ich zeige sie Ihnen hier. Sie können sich gerne anschauen, aber das ist jetzt nicht nötig, dass wir da durchgehen. Wir nennen das hier im Prinzip die Maximierung der Wahrscheinlichkeit für die Daten auf Basis der Modellfunktion, gegeben ein Parametervektor. Und dies hier ist dann die Minimierung der Lossfunktion, die wir tatsächlich durchführen. Als Folge davon. Das hier ist die logistische Loss-Funktion und die gibt es in zwei Varianten. Einerseits als globalen Loss, das heißt über alle Daten hinweg, und als punktweisen Loss für ein Beispiel. Das ist dann das kleine L hier. Auf Loss-Funktionen gehen wir dann auch nochmal genauer ein. Hier steht das alles nochmal ausführlich zum Nachlesen, inklusive dem Beweis, den Sie, wie gesagt, nicht zwangsläufig können müssen. Schauen wir uns das Ganze nochmal im Zweidimensionalen an, analog zur linearen Regression. Wir haben jetzt den eindimensionalen Fall gesehen. Wie sieht es im Zweidimensionalen aus? Nun, ausgehend wieder von der linearen Regression haben wir diese Situation gegeben. Zwei Features hier, positive und negative Beispiele. Wir lernen eine lineare Modellfunktion mit drei Parametern und erhalten diese Fläche optimiert auf diese Beispiele. Auch hier kann dasselbe passieren wie vorher. Ein so ein Ausreißer hier oder ein Ausreißer hier sorgt dafür, dass der quadratische Fehler, das heißt der Abstand zur Modellfunktion, sehr stark in die Optimierung mit einfließt durch die Verwendung der Residual Sum of Squares. Und demzufolge möchte ich auch hier gerne wieder bezüglich der beiden Klassenbelegungen eine Schranke einführen. Das Ganze geschieht auf exakt dieselbe Weise wie vorher. Wir nehmen die Sigmoid-Funktion und sie erzeugt eine solche Hyperebene oder eine solche Fläche hier im dreidimensionalen Raum. Sie sehen hier, die Y-Belegung hat sich dann entsprechend geändert. Natürlich müssen wir jetzt 0 als negative Klasse, und das erklärt auch, es löst auch die Verwirrung, die ich eben hatte, auf 0 als negative Klasse und 1 als positive Klasse definieren. Ganz analog zu vorher setzen wir einfach die lineare Modellfunktion bezüglich dieses Feature-Raums mit der Erweiterung in die Sigmoid-Funktion ein und erhalten das hier quasi für diesen Fall. Oder halt, wie hier oben zu sehen, der allgemeine Fall. Die Diskriminationsgrade in diesem Fall ist entsprechend wieder bei 0,5 zu setzen. Die sehen Sie hier. Und die kann auch wieder ganz analog zu vorher in den Feature-Raum projiziert werden. Hier haben wir die Entscheidungsregel größer oder kleiner 0,5. Projiziert in den Input-Space allerdings genügt die Entscheidungsregel größer oder gleich 0 bezüglich dieser Geraden. Das heißt, wir können uns hier analog natürlich auch im Höherdimensionalen die Berechnung der Sigmoid-Funktion dann sparen. Sie dient einzig und allein dazu, das Lernverfahren robuster gegenüber Ausreißern zu machen. Wie funktioniert das jetzt im Algorithmus? Das sehen wir jetzt. Sie haben den LMS-Algorithmus vorher gesehen. Jetzt sehen Sie den sogenannten Batch-Gradient-Descent-Algorithmus für die Batch-Gradient-Descent-Sigma für die Sigmoid-Funktion. Und die Eingabe ist ganz genau wie beim LMS-Algorithmus eine Multimenge D hier in der Zweiklassensituation, eine Lernrate
eine kleine positive Konstante und die Ausgabe ist ein Parametervektor, der die Hypothese bildet für unsere Daten. Also die Vermutung, die die Daten erklärt oder die Wahrscheinlichkeit maximiert der Daten. Je nachdem, in welcher Interpretation Sie darauf schauen. Die Gewichte für einen Parametervektor werden zufällig initialisiert und wir haben eine Zählvariable für die Schleifendurchläufe. Wir treten in die äußere Schleife ein, zählen die Zählvariable hoch, setzen eine Hilfsvariable Delta W gleich 0 und hier in der inneren Schleife gehen wir jetzt sämtliche Beispiele durch, die uns gegeben sind. Wir berechnen für jedes Beispiel den Modellfunktionswert. Hier kommt die Sigmoid-Funktion zum Einsatz. Anschließend berechnen wir den Gradienten, der den Fehler minimiert. Also hier zuerst berechnen wir das Residuum, das heißt den Fehler bezüglich der Klassenzuordnung, den die Modellfunktion macht. Dann berechnen wir ein punktweises Gradientenupdate bezüglich der punktweisen Verlustfunktion. Nur nochmal hier, ich zeige sie nochmal. Sehen Sie hier? Das ist ein Zwischenergebnis der Herleitung, die Sie eben gesehen haben. Wie gesagt, das nur der Vollständigkeit halber. Und addieren das einfach zum Gesamtfehler. In diesem inneren Schleifendurchlauf gehen wir über alle Beispiele hinweg. Das bedeutet, wir machen das Update der Parameter erst, nachdem wir alle Beispiele einmal gesehen haben. Dadurch minimieren wir den globalen Loss. Das heißt, in jedem Durchlauf wird der steilste Gradient gewählt. Anders als beim LMS-Algorithmus. Da wird nur ein Gradient in dieser Richtung gewählt. Hier wählen wir von vornherein den steilsten Gradient. Es wird ein bisschen mehr berechnet in dem Zusammenhang. Wir müssen sehr häufig diese Funktion hier ausrechnen, immer und immer wieder, mit jeder neuen Parameterbelegung, die wir nach dem Update erhalten haben. Aber als Trainingsverfahren funktioniert das ausgezeichnet. Das Ganze machen wir so lange, bis wir irgendein Konvergenzkriterium, wie auch beim LMS-Algorithmus, erreicht haben, qualitätsmäßig. Das heißt, auch hier könnte man eine eigene Verlustfunktion einführen, die einem sagt, wann man aufhören soll oder wenn wir genug Zeitschritte durchlaufen haben. Ausgegeben wird der daraufhin optimierte Parametervektor W. Die Lernschritte sind exakt dieselben wie beim LMS-Algorithmus. Hier Evaluierung der Modellfunktion, Berechnung des Residuums, Berechnung des Verlustes, um den Gradientenabstieg zu realisieren und anschließend ein Parameter-Update. Einen Gradientenschritt nach unten. Der Algorithmus hat sich also fast nicht verändert, mit der einen Ausnahme, dass wir hier ein Batching durchführen, indem wir sämtliche Daten in jedem Lernschritt heranziehen, um den steilsten Abstieg zu identifizieren. Alles ist hier auch nochmal erklärt. Jetzt der Rest dieses Teils der Folien ist sehr ähnlich zu dem der linearen Regression. Sie werden das ein oder andere Déjà-vu haben. Hier dann nochmal der Stack an Technologien und Methoden, die aufeinander gebaut sind für eine gegebene Aufgabe der binären Klassifikation und einen gegebenen Datensatz D. Wir haben eine Modellfunktion ausgewählt. Das ist das logistische Modell, nämlich die Sigmoid-Funktion, in das die lineare Funktion eingesetzt wird und erhalten somit einen Hypothesenraum, das heißt einen Raum möglicher Parameter dieser Modellfunktion von R hoch P plus 1, wobei P die Anzahl der Features ist, die wir berücksichtigen. In diesem Raum suchen wir mit Hilfe der Optimierung der Funktion nach der bestmöglichen Parameterbelegung. Und das machen wir mit Hilfe gibt noch einen Zwischenschritt. Wir optimieren die Parameter bezüglich einer Verlustfunktion, nämlich dem logistischen Loss hier. Der Regularisierungsterm, den sparen wir uns an dieser Stelle noch.
kommt später, dass das noch eine Rolle spielt. Ich kann es aber jetzt schon vorwegnehmen. Regularisierung soll dafür sorgen, dass die Parameter nicht zu extrem werden. Also die Modellfunktionen nicht zu komplex. Und der Loss, den wir dann tatsächlich optimieren, ist hier der punktweise Loss in jedem Lernschritt, beziehungsweise der globale Loss mit jedem Batch. Beziehungsweise, nein, für jeden Lernschritt optimieren wir den punktweisen Loss. Erst wenn wir tatsächlich uns entscheiden, den Batch Gradient Descent Algorithmus einzusetzen, optimieren wir auch den globalen Loss mit jedem Lernschritt. Das ist dann die innere For-Each-Schleife. Das sind die Designentscheidungen, die wir für dieses Modell hier getroffen haben. Es gibt andere Möglichkeiten, auch andere Algorithmen, die man einsetzen kann, um diese Optimierung durchzuführen. Und wie wir gerade in der Evaluierung gesehen haben, muss man sich dann entweder nach bestem Wissen entscheiden, welche man einsetzt und das dann wählen, oder man muss ausprobieren. Wir können auch hier komplexere Lernsituationen abbilden. Hier das schon bei der linearen Regression gesehene, Situation im Inputraum, dass die positiven Beispiele die negativen umringen. Auch hier können wir eine Basisexpansion vornehmen, um Features höherer Ordnung einzuführen, die uns dabei helfen sollen, diese komplexe Lernsituation abzubilden, wenn wir schon wissen, dass sie da ist. Und gleichzeitig, ganz genau wie bei der linearen Regression auch, obwohl hier einiges im Exponenten stattfindet, die Parameter selbst sind nicht exponiert, sie bleiben linear. Das Ergebnis ist hier letztendlich derselbe Gewichtsvektor, wie wir ihn schon bei der linearen Regression gesehen haben. Und wir erzeugen in diesem Inputraum quasi einen Diskriminationskreis. Eine Frage? Ich habe gehört, dass diese Multifunktion zur Klassifikation nicht mehr so gerne benutzt wird. Stattdessen man ja Realview oder Weak-Realview zugreift. Warum ist das so? Die Sigmoid-Funktion wird definitiv eingesetzt. Relu, meinen Sie, oder was? Ja, ja. Das sind andere Loss-Funktionen, soweit ich weiß. Ja, also da muss man unterscheiden. Die Sigmoid-Funktion dient nur zur Beschränkung der Modellfunktionswerte erstmal und demzufolge dem Behandeln des Einflusses von Ausreißern. Während die Loss-Funktion, da gibt es viele verschiedene Varianten, da kommen wir, heute werden wir es nicht mehr schaffen, aber beim nächsten Mal kommen wir direkt auch da drauf. Ne, dann sehen Sie mal, was so eine Loss-Funktion eigentlich ist und was die Unterschiede da sein können. Und ja, es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Loss-Funktionen. Auch hier in dieser Situation müssen wir natürlich nicht nur eine Linie lernen, sondern diese Linie soll der Entscheidung dienen und wir können uns auch hier ganz analog zu vorher entscheiden, bezüglich des Vorzeichens des Wertes der linearen Modellfunktion an dieser Stelle, das heißt des Teils, den wir in der Sigmoid-Funktion eingesetzt haben, ob ein Beispiel positiv oder negativ ist. Ganz analog zu vorher, lassen sich auf diese Weise auch komplexe Strukturen im Input-Space nachlernen, wenn Sie die Informationen haben, wie Sie die Basisexpansion vornehmen können oder eine Intuition, wie Sie das machen wollen. Lassen Sie mich mal gucken. Ja, genau. Nee, ja, das muss jetzt nicht. Ich denke, wir sind am Ende.